Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter und wir sind in Folge Nummer 8 von Transport Fever 2. Ja, wir sind hier mit dem Geld ein bisschen knapp, wir sind da gerade noch am Überlegen, hatten wir Kredite schon alle ausgeschöpft? Nee, wir hätten noch einen, aber wir müssen gucken, dass wir das hinkriegen. Ich glaube 10 Millionen ist Ende, aber das ist gestaltet sich schwierig hier, ne? Straßenfahrzeug 21, da haben wir eine Kutsche. Ja, die sind dann unterwegs, um dann irgendwie bei der Stadt auf Linie 5 dann noch Geld zu scheffeln, ne? Weil da vielleicht noch was machbar ist. Ist ein bisschen schwer. Wir sind kurz vorm Bankrott in Anführungsstrichen, aber wir kämpfen darum, dass dem nicht so ist. Und hier sind 22 schon auf Linie 6, das heißt, das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil dieser Zug muss unbedingt immer voll fahren, wenn es geht. Wir stehen hier, hier stehen noch 10, das heißt, er müsste eigentlich voll sein, ne? Ja, ist er auch, super. Okay, ich glaube, wir müssten gerade so die Kurve kratzen. Bin mir nicht sicher, aber schauen wir mal nach dem Intro weiter, ne? Ich sag mal, bis gleich. Ja, müssen wir gucken, ne? Wie wir hier so irgendwelche Fahrzeuge dazu kriegen. Hier, das sind 5.927. Wir können ja nochmal in diese Statistiken für den Fahrzeugen hier unten schauen. Da sind ja schon ein paar Fahrzeuge mehr, die wir haben. Da müssen wir schon hier so runterziehen. Und hier sehen wir Linie 5. Okay, die fahren erst noch hin vielleicht. Aber sonst ist Linie 5, glaube ich, eigentlich ganz rentabel. Die stehen nämlich alle hier. Wir haben Linie 3, da ist einer drauf, der ist jetzt gerade ein bisschen im Minus am Fahren. Und Linie 2, die fahren alle ganz schlecht. Okay, Linie 2 ist wo? Achso, das war das Städtchen, wo wir eigentlich mit dem Dingens hingefahren sind, sag schon, mit dem Schiff hingefahren sind, ist klar, dass da nichts passiert, ne? Das ist nur innerstädtischer Verkehr sozusagen. Man müsste überlegen, ob man irgendeine andere Stadt noch anfahren kann, ne? Bofzen oder so. Aber dafür müssten wir wieder ein Wartehäuschen bauen, glaube. Straßen. Gebäude. Wartehäuschen. Was kostet uns ein Wartehäuschen? Da ist so das alles abgedeckt. Man hört es dann auf mit Abdeckung da. Okay, das ist alles abgedeckt mit einem oder was? Tatsächlich. Und bringt uns wie viel? Ich schätze mal, kosten 1200. Linie 2. Ich glaube, wir stellen mal diese 1200 dahin. Und nehmen eine Kutsche hier runter. Da fahren ja Dreier drauf, ne? Oder wie wir das? Linie verwalten. Straßen mit TPs anzeigen. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte Fahrzeuge haben. Neue Linie. Wo sehe ich denn jetzt hier die Fahrzeuge, bitte? Linienverwaltung. Fahrzeugmanager. Fahrzeug 3. Fahrzeug 2 fährt knapp plus ein. Das ist aber Fahrzeug 1 fährt noch schlechtere Zahlen ein. Egal, wir nehmen jetzt mal Fahrzeug 1, das keine Passagiere hat vielleicht. Das würde Sinn machen, ne? Vielleicht basteln wir aber erst eine neue Linie, oder? Fahrzeuge verwalten, da ist es. Einer drinne, vier drinne, drei drinne. Linie zuweisen steht da, ne? Linienmanager. Neue Linie. Wo ist denn die Route? Die geht hier lang, ne? Dann müssten wir das hier machen, ne? Sollen da anfahren und dann soll der bis nach hier fahren und dann wieder zurück. Ja, das ist jetzt Linie 8 und von Linie 2 nehmen wir ein Fahrzeug runter.
Dann müssen wir gerade gucken. 3 von 4, 1 von 4, 1 von 4. Wann entlädt denn der nächste hier? Der fährt jetzt hier hin, aber da sind Leute, ne? Ja, da steht einer. Da steht keiner. Also die Kutsche, die als nächstes dorthin kommt, wäre die, die wir nehmen sollten. Weil vielleicht dann niemand einsteigt. Wo ist der jetzt? Hier. Okay, die Kutsche ist hier. Vielleicht steigt da auch keiner ein. Das ist ja gleich ein Wendepunkt. Schauen wir mal, was da passiert, oder? Aber jetzt steht da natürlich einer, ist klar. Gerade stand da noch keiner, oder? Ja, zwei eingestiegen, ist klar. Da steigen auf jeden Fall auch welche ein. Und die dritte Kutsche ist gerade wo? Na, da an der Tür klingeln wollte ich nicht, wollte das Fahrzeug hier sehen. Und hoffen, dass da niemand sich hinstellt und der da aussteigt, der da drinnen sitzt. Nochmal gerade ganz schnell. Eine neue Industrie wurde gegründet. Gießenhorst Sägewerk, okay. Jetzt hat uns das da gerade Geld gekostet. So, und wenn der jetzt hier steigt aus und es steigt keiner ein, das ist schon mal gut, ne? Fahrzeug verwalten. Linie zuweisen. Ziel ist Linie 8. So, und jetzt müssen wir gucken. Kann ich sehen, wo der hinfährt? Birkenstraße 18, da ist er, glaube ich, jetzt drauf, oder? 6.020 ist das Geld, ne? Wann kommt denn hier ein Zug an? Der ist gerade weggefahren. Ah, der kommt jetzt gleich an. Da steht 139.000 Miese, 180.000 Miese. Der ist zum Glück voll. Bringt uns hoffentlich ein bisschen Geld hier rein, dass wir hier nicht ganz so tief reinrutschen, oder? War von überzeugt, dass es hier besser läuft. Tulpenweg. Ich glaube, auf Stufe 2 können wir laufen lassen. So, jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen wieder im Plus geraten. Und wo ist der? Wie viel sind da? Wo ist er denn? Da. Es sind 24 dran, ne? Das ist gut. Grafik, Audio und Wettereinstellungen sowie Shortcuts können jederzeit geändert werden. Ja, sehr schön. Hier stehen genug, naja, 26, das passt. Und wie viele stehen da? Da stehen auch wieder 18. Ich glaube, die Linie wird jetzt angenommen, ne? Wo ist das andere Städtchen? Das war hier. Ist der da schon unterwegs, der? Aha, der hat jetzt hier schon mal niemanden mitgenommen, ne? Kann es sein, dass gerade die Stadt hier gewachsen ist? Er fährt auf jeden Fall da hoch. Und hier steht niemand wahrscheinlich. Ja, das wird sich schon ergeben. Aber die andere Strecke hat er auch Minus gefahren. Ist, glaube ich, egal, wo er Minus fährt, ne? Da stehen jetzt schon 30. 96. Runter fährt die Lok ja ein bisschen schneller, ne, glaube. Hier stehen 98 Leute. Wir können sie nicht weg, weil wir kein Geld haben. Das ist unser größtes Problem. Es macht jetzt auch keinen Sinn, hier irgendwie was einzusteigen und dann eine Linie zu nehmen. Ne? Ich habe 500.000 zur Verfügung, wenn ich jetzt noch einen Kredit aufnehme, aber das wird alle nichts. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber wir hatten ja jetzt hier schon ein paar Kutschen noch reingebracht, meine ich. Ne? Sind die schon? Ach, die kommen jetzt gerade hier reingefahren, glaube. Da ist Linie 5 und da ist auch Linie 5. Die müssten doch jetzt hier ein paar Leute mehr transportieren. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, ne? Wir sind knapp da dran am Rumkratzen, denke ich. Da steht einer. Da steht keiner. Und hier steht auch keiner. Das ist ja schlechter, ey. Und vielleicht
Können wir hier hinten noch einen draufsetzen? Sag schon. Auf diese Holzgeschichte, ne? Transport 3% nur. Hier liegt nämlich genug Holz rum. Und der hat jetzt abgeliefert, fährt so mit. Der ist auf dem Rückweg, ne? Ja. Und da sind wir wieder. Ne, noch nicht jeder sieht 202 miese, aber hier sind 38. Das sieht nicht schlecht aus. Der kommt jetzt gleich wieder rein. Ja, vielleicht halten wir die Kontostände jetzt gerade im Plus, oder? Und hier sind ja wohl genug drin, ne? Ja, 34 sogar. 91 steht hier auch plus, jetzt 16 wieder. Kommt aber gerade an und liefert. 169.000. Und er steigen alle aus und steigen alle ein, ne? Hier wird auch angeliefert wieder. Zähne sind da. Da sind die 24 Leute drin. Er kann eigentlich losfahren, ne? Aber der hat so eine Minute Gedenkzeit hier, habe ich eingestellt. Und die macht er auch, wenn er voll ist, wa? Kann das sein? Das ist jetzt nicht so prickelnd dann, ne? 3, 2, 1, 0. 2, 3, 4. Nein, nicht 4. Und da stehen noch 2. Wenn er im Moment länger gewartet hätte, wäre es gegangen, ne? Also, das ist keiner von uns. Das ist einer von uns. Der hat 4 dabei. Schwierig. 139.000 plus. Der ist hier. Ist der eigentlich voll? Ich glaube ja, ne, oder? Ja, das passt. Also ich habe die Vermutung, dass wir es schaffen. Das Problem ist halt, wir müssen weiter investieren, dass es geht. Was machen die auf Linie 5 alle? Linie verwalten. So, Fahrzeuge wollte ich sehen, ne? Ja, Tulpenweg. Hier kannst du einstellen, ne? Lade, wenn vorhanden. Lade, wenn vorhanden. Lade, wenn vorhanden. Lade, wenn vorhanden. Das könnte man auch ändern, ne? Kein Filter aktiv. Lade, wenn vorhanden, mindestens. Ach, das sind Haltezeiten, die ich da einstellen. Vollladen einer Fracht. Das könnte man auch machen, ne? Schwierig. Ach so, wir wollten die blauen Fahrzeuge alle haben, ne? Die hier auf Linie 5 sind. Ach so, da sind die Alterszeiten. Ja, das ist auch schon 13 Jahre alt, die erste Kutsche, ne? Fahrzeuge verwalten. Ne, da kann ich das gar nicht sehen. Ich kann das nur hier sehen, wie viel Geld die einbringen. Linie 5. Okay, das ist wahrscheinlich ein neues Fahrzeug. Ne, das ist das älteste tatsächlich. Das hat 4, kostet richtig Geld. Die anderen sind alle gut unterwegs. Schon der, der jetzt nur 2 Jahre alt ist, fährt auch schon da plus gleich ein. Und der ein Jahr alt ist natürlich, der muss noch die Anfahrt rausholen, ne? Die ersten 4 sind hier 14, 13 Jahre alt, ey. Linie 8. Okay, der fährt ja jetzt auf einer neuen Linie, aber die anderen. Ja, Linie. Ich weiß nicht. Ist es dadurch? Warum? Ich weiß nicht. Ist die Kutsche jetzt so langsam geworden, dass das schlechte Zahlen fährt? Ich weiß es nicht. Der kommt jetzt hier unten an. Wir haben gerade 15.000 plus. Noch sind wir gerade im Plus. 17. Und 153. Ich habe jetzt keine rote Zahl gesehen, ne? Das ist schon mal gut, oder? Wo ist er hier unterwegs? Da. Und ist voll. Hier steht auch wieder voll.
Also die Linien sind angenommen, ne? Kann man ganz klar sagen. Hier stehen schon 17, obwohl er gerade erst weggefahren ist. Ist auch gut. Hier stehen 10 für die Kutsche, die jetzt auch hier ist. Fahrzeuge verwalten. Zustand ist gut. Achso, Zustand bei der Linie 2 können wir mal mittelmäßig. Mittelmäßig und gut. Mittelmäßig und gut, okay. Also hier ist ja noch mittelmäßig, dann können wir das auch noch lassen. Wenn es schlecht ist, dann müssen wir drüber nachdenken, auszutauschen, oder? Gut, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir haben jetzt 113.000 auf dem Konto. Der kommt jetzt gleich an. Ah, gleich dauert noch eine Weile, ne? Hier wird hoffentlich ordentlich Geld eingenommen. Da stehen 53. Hier am Bahnhof steht natürlich niemand mehr. Das ist aber nicht schlimm. Wo ist die nächste Haltestelle? Hier, da steht einer. Hier steht 5. Hier stehen natürlich die meisten, ne? 54 nämlich. Fahrzeuge auf Linie 5, ne? Der mittelmäßige ist am schlechtesten. Der ein Jahr, ja, guck mal, der hier 2, der hatte ja, der fährt jetzt hier schon blaue Zahlen ein, also schwarze, sagen wir mal dann, ne? Eigentlich sieht es ganz gut aus. Diese 14er, die sind ein bisschen doof, ne? Ja, komm, wird schon werden. 72.000 ist der Kontostand zurzeit. Jetzt kommt da ein Zug an. Ich sag mal, wenn wir 250 haben, dann kauft man noch eine Kutsche für die Güter. Das sollten wir tun dann. Aber dafür brauchen wir 250.000, sag ich mal. Oder über 200.000 geht auch. Über 200 haben wir. Komm, wir kaufen noch eine Kutsche. Und die setzen wir dann auf... ja, welche Linie, ne? Auf Linie 7 ist das, ne? Ja. Fahrzeug kaufen. Diesen hier. 23.000 gekauft. Und Linie 7 zuweisen. Der fährt zwar jetzt eine ganze Weile dahin, aber ich glaube, das müssen wir irgendwie schaffen. Da sitzt er hier, ne? Ja. Das wird eine Weile dauern, bis der da ist. Aber das wird gut werden, denke ich. 150.000. Wo ist der Zug hier jetzt? Der ist halbe Strecke. Ah, nicht ganz. Der andere fährt noch nicht zurück, aber hat bestimmt schon geladen. Ich glaube, wir müssten da das Fahrzeugverwalten noch ändern. Oder ja, die Linie ist das, ne? Linie 6. Linie verwalten. Und das ist hier minimale maximale Haltezeit. Die ziehen wir runter. Das hat so keinen Sinn. 2 Minuten. Und dann fährt er weiter. So lange stehen macht keinen Sinn. Gut. Haben wir das erst, oder? Okay, er macht Minus, das Straßenfahrzeug 22 müssen wir uns in der nächsten Folge weiter angucken. Ne? Ich sag mal, wir haben auch genug für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.